Ich sollte sicherstellen, dass ich alles Nötige erledigt habe, bevor ich das Tor freilege. Endlich können wir dieses Tor anheben. Wir sollten sicherstellen, dass wir hier alles erledigt haben, falls wir nicht wiederkommen. Aber wir machen es so, wie du möchtest. Bist du bereit zu gehen? Es war nicht leicht, aber jetzt sind wir endlich da. Mal sehen, ob Arif die Wahrheit gesagt hat. Ich wusste nicht, dass sich die Berge hier so weit erstrecken. Wir sind schon seit Stunden unterwegs. Kein Grund, sich zu beschweren. Wir haben Glück, dass der Gang nicht eingestürzt ist. Das Tor, es wurde... bemerkt. Nun, verflucht. Überlass mir das Reden. Sie kennt mich. Au! Autsch. Sie scheint dich wirklich zu kennen. Gut, das habe ich wohl verdient. Aber lass mich ausreden. Arif, du hast uns enttäuscht. Du hast die Ritter im Stich gelassen. Und jetzt bringst du dieses Ding hierher zurück? Der Gauntlet ist fast komplett und er ist mächtig. So mächtig, Kendra. Valery hatte recht. Sie hatte recht. Nimm den Namen meiner Schwester nicht in den Mund. Hol sie her. Sie wird dir sagen, dass ich recht habe. Sie ist fort. Weg? Das verstehe ich nicht. Ihr Männer, findet einen Platz für die Flüchtlinge. Bringt ihnen Essen und gebt ihnen Unterkunft. Und du, was hat er dir versprochen? Dass du mir helfen könntest, mehr über den Gauntlet zu erfahren. Es ist möglich, dass wir uns gegenseitig helfen können. Ich muss mich um ein paar Angelegenheiten kümmern. Komm zu mir, dann werden wir sehen. Und schaff mir diesen Verräter aus den Augen. Das ist völlig unnötig. Wie ich schon sagte, es können immer nur 10 Leute auf einmal durchgehen. Bitte habt Geduld. Wenn du wirklich hier bist, um zu helfen, solltest du mit der Kommandantin sprechen. Du kannst sie in der Festung finden, in der Haupthalle. Das ist absolut lächerlich. Mit so vielen neuen Leuten haben wir vielleicht eine Chance. Spürst du ihn?
haben hier nicht nur überlebt, sie haben es sogar geschafft, ihre Armee wieder aufzubauen. Dieses Ding war die Kraft des Gauntlets ist begrenzt, aber je mehr Stücke du findest, desto stärker wird er. Die Kommandantin wartet in der Haupthalle auf dich. Nimm sofort die Handschellen ab! Was ist denn hier los? Hey, du bist es. Du erinnerst dich doch an mich, oder? Ja, von unserer Karawane. Du warst der, der Morad bestohlen hat. Schon gut, sprich leise. Hör zu, die Wachen denken, ich hätte den Koch bestohlen. Ich habe mir nur angeschaut, was er zubereitet. Ich bin unschuldig. Ich würde gerne sehen, wie du das beweisen willst, wenn man bedenkt, dass es keine Zeugen gibt. Es gab welche. Ich habe ein paar Ritter gesehen. Sie sind die Treppe hinauf und sitzen am Tisch. Sie werden meine Unschuld bestätigen. Wir haben eine Belohnung für jeden versprochen, der uns weitere Informationen darüber liefert, was passiert ist. Wenn du also mitmachen willst, Trägerin des Gauntlet, weißt du, was zu tun ist. Bitte, ich stehe in deiner Schuld und ich kann mich von Tributen trennen, wenn du mir hilfst. Das war ein legitimer Handel. Das schwöre ich dir. Ich werde mal nachsehen, ob sie bereit sind, für dich zu bürgen. Natürlich werden sie das. Ich sage dir, ich bin unschuldig. Das dauert ja ewig. Wie sollen wir bei all den neuen Gesichtern überhaupt... Ah, der Träger des Gauntlet. Können wir dir helfen? Jemand wurde beschuldigt, Essen gestohlen zu haben. Weißt du etwas darüber? Der vorhin wegen des Diebstahls von Pudding weggeschleppt wurde? Pudding wäre mir neu, aber sonst klingt das richtig. Keiner von uns hat gesehen, dass er etwas Unrechtes getan hat, obwohl er ein bisschen komisch aussah. Was meinst du mit komisch? Ich kann mich nicht erinnern. Wir waren mit Trinken beschäftigt, weißt du? Sprich mit den Rittern, sonst lassen mich die Wachen im Gefängnis verrotten und werfen den Schlüssel weg. Ich habe mit den Rittern da oben gesprochen. Sie glauben, dass er unschuldig ist. Sie glauben? Ihre Erinnerung an die Ereignisse ist etwas verschwommen. Natürlich ist sie das. Das sind wahrscheinlich die Leute, die den ganzen Tag dort getrunken haben. Es tut mir leid, aber ich kann einem Haufen Betrunkener als Zeugen keinen Glauben schenken. Aber sie sind die einzige Hoffnung, die ich habe. Dann hast du Pech gehabt. Warte, Morads Erinnerungsstück. Die Brosche, hast du sie noch? Jetzt, wo du es erwähnst? Ja, er hat es nie zurückgefordert. Die ist doch bestimmt wertvoll, wenn du weißt, was ich meine. Ich glaube, dass dieser Mann unschuldig ist. Was, wenn ich dir das hier im Gegenzug für seine Freiheit gebe? Woher habt ihr das? Oh, der Kerl hat es einem Karawanhauptmann gestohlen. Hey! Das ist das Abzeichen meiner alten Truppe. Wir wurden gefangen genommen. Verstehe. Dann solltest du diesem Mann dankbar sein für das Erinnerungsstück. Na gut, ich werde ihn gehen lassen. Ich möchte lieber getadelt werden und das hier zurückhaben. Ich danke dir. Dankeschön. Das war ganz schön knapp. Ich habe die Nase voll von all dem. Ich werde mir einen ruhigen Ort suchen, an den ich mich zurückziehen kann. Leb wohl. Wir müssen mit deinem Anführer sprechen. Bitte lenke den Schmied. Viele von uns im Lager sind. Wir brauchen neue Ausrüstung. Ich gucke nur. Sei gegrüßt. Was kann ich heute für dich tun?
Zeig mir deine Waren. Die Patrouille ist nie aus der versunkenen Stadt zurückgekehrt. Stattdessen wurden von... Könnte ich kurz mit... Ich grüße dich. Du trägst den Gauntlet. Ich... ja. Mein Sohn glaubte an die Macht des Artefakts. Er folgte der Schwester der Kommandantin Valerie in die Schlacht. Er starb für sie. Es... Das tut mir leid. Mein Mann ist schon vor ihm gestorben. Der Name McGavick wird mit mir sterben. Wie meine Erinnerung an sie. Wenn ich irgendetwas tun kann. Bitte, leg diese Blumen auf sein Grab. Mein Sohn würde sich freuen, wenn er wüsste, dass die Trägerin des Gauntlet ihn ehrt. Viele hier verachten mich. Er ist dein Sohn. Du solltest ihn ehren. Wir alle müssen Vergebung lernen. Du kannst uns auf diesem Weg helfen. Ich werde ihm später meine Aufwartung machen. Ich flehe dich an. Nimm die Blumen, leg sie auf seine Ruhestätte. Wo kann ich den Friedhof finden? Wenn du diesen Raum verlässt, findest du die Treppe zum Friedhof in der rechten Ecke vor dir. Ich werde wiederkommen. Warte nicht zu lange. Zeit hast, könntest auch du die Gefallenen, was auch immer du hier tust, tu es bitte leise. Ich bereite die Gräber der gefallenen Ritter für die bevorstehende Gedenkfeier vor. Bevor wir in die Schlacht ziehen, erinnern wir uns. Wer bist du und was machst du an diesem heiligen Ort mit diesem verfluchten Artefakt? Es tut mir leid, wenn der Gauntlet dich ängstigt. Aber ich habe dieses Emblem gefunden, das einem Ritter gehören könnte. Ja, in der Tat. Die Ritter brauchen jede helfende Hand. Sogar deine. Weißt du, die meisten Schlachtfelder sind jetzt von Phantomen verseucht. Dort ruhen die alten Embleme der Gefallenen. Es wäre gefährlich zu versuchen, sie zu bergen. Vielleicht könntest du beweisen, dass du einer von uns sein willst. Uns helfen, die Embleme unserer gefallenen Kameraden zu finden. Ich werde mein Bestes tun und bringe euch die Embleme, die ich finden kann. Der Gedanke, dass Familien dank des Gauntlet mit ihren verlorenen Angehörigen wieder vereint werden, ist ein bisschen ironisch. Aber ich werde deine Hilfe annehmen. McGavick, das muss das Grab sein, wo du die Blumen niederlegen solltest. Es muss eine gerechte Macht in dieser Welt geben. Hast du die Blumen auf das Grab meines Sohnes gelegt? Das habe ich. Sie sahen wunderschön aus. Ich danke dir. Das macht mich glücklich. Die Leute werden sehen, dass du, die Trägerin des Gauntlet, dich um uns alle kümmerst.
habe heute Morgen einen Befehl gegeben. Eine routinemäßige Neuzuweisung der Patrouille. Aber einer der Ritter sah mich an, als hätte ich gerade seine Mutter beleidigt. Sie haben Arif nie so angesehen. Wenn er einen Befehl gab, tat er das mit einem Lächeln und einem Witz auf den Lippen, wofür ihn die Leute liebten. Sie vertrauten ihm. Ich bin... Da bist du ja. Ich bin die Kommandantin der aufrechten Ritter von Bastengar. Oder was von ihnen übrig ist. Der Tumult von vorhin tut mir leid. Der Mann, mit dem du angekommen bist, ist ein Verräter. Und die Tatsache, dass er dich mitgebracht hat, mit diesem Ding, sagen wir, es wirft Fragen auf. Ich bin hergekommen, um Antworten über den Gauntlet zu erhalten. Arif hatte wenig damit zu tun. Die einzige Person, die etwas über dieses verfluchte Ding wusste, ist verschwunden. Du hast also kein Glück. Verschwunden? Ist es diese Valerie, die du erwähnt hast? Ach, ich weiß nicht, warum wir dieses Gespräch führen. Du stellst ein Risiko dar. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis etwas passiert. Vielleicht kann ich dir helfen, sie zu finden. Dann kannst du sehen, dass man mir vertrauen kann. Mag sein. Valerie, meine Schwester, hat auch geglaubt, dass sie den Gauntlet benutzen kann. Aber am Ende hat uns das alles gekostet. Unsere Ehre. Unser Zuhause. Zahllose Leben. Aber trotz alledem blieb sie besessen von diesem Ding. Lass mich sie finden. Ich kann beweisen, dass der Gauntlet dieses Mal auf unserer Seite ist. Sie war sicher, dass sie in der versunkenen Stadt Antworten finden würde. Aber seit geraumer Zeit hat sie niemand mehr gesehen. Nun gut. Ich werde meinen Rittern sagen, dass sie euch zur versunkenen Stadt durchlassen sollen. Valerie hatte dort ihr Arbeitszimmer. Die versunkene Stadt? Du wirst schon sehen, wenn du dort ankommst. Du hast hohe Erwartungen geweckt. Ich kann nur hoffen, dass du sie erfüllst. Ich werde zurückkehren, wenn ich Valerie gefunden habe. Wir können unsere Rüstung mit Essenz stärken. Die Ambosse können dabei helfen.
Diese Tür bleibt geschlossen, bis die Kommandantin etwas anderes sagt. Ich sehe einen Drachen in der Luft. Der reisende Händler muss in der Nähe sein. Warum hat die Kommandantin so viel Angst? Wir müssen etwas tun. Wenn ich doch nur Vertrauen in die Ritter hätte. Wir wollen dasselbe, ja. Aber wir sind uns nicht einig über unsere Mittel und wie viel Zeit wir haben. Ich suche für Sie Artefakte, die Ihnen helfen können. Einige von Ihnen sehen vielversprechend aus. Andere sind einfach nur Objekte. Ich habe unter anderem diesen seltsamen Gauntlet gefunden. Ich hoffe, Valerie kann ihn gebrauchen. Vielleicht verschwende ich mit all dem meine Zeit, aber ich muss mich zurückhalten. Veränderungen brauchen Zeit. Ich muss geduldig sein. Sei gegrüßt. Na, wieder zu Hause, ja? Bei deinen guten alten Freunden? Wenn ich gedacht hätte, dass meine Vergangenheit mit den Rittern für unsere Aufgabe relevant ist, nun, dann hätte ich sie natürlich erwähnt. Hast du vielleicht noch mehr zu verbergen? Vieles, aber nichts davon ist relevant. Glaub mir. Und jetzt bist du hier. Kann ich vielleicht irgendwas für dich tun? Ja, bitte. Zuerst einmal etwas zu essen. Richtiges Essen. Die Leute sind nicht gerade begeistert, dass ich hier bin. Und wie du dir vorstellen kannst, bekomme ich nur Reste. Wenn du mit dem Koch in der Festung reden könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Vielleicht dankbar genug, um dir etwas für deine nette Geste zu geben. Ein Färbemittel vielleicht? Ich wollte es für ein hübsches Sümmchen verkaufen, aber in Anbetracht der Situation bin ich mir sicher, dass es in deinen Händen viel besser aufgehoben ist.
Und am besten verschweigst du ihnen, dass es für mich ist, wenn du weißt, was ich meine. Ich werde mit dem Koch sprechen. Bitte lenke den Schmied nicht ab. Wir brauchen neue Ausrüstung. Ich gucke nur. Die Flüchtlinge halten die Schlange auf. Beruhige dich. Wir haben eine Menge durchgemacht. Gesagt, dass der Gauntlet bereit ist und ich vertraue ihr. Wirklich. Aber ich frage mich, vertraue ich tatsächlich diesem Plan oder tue ich das hier aus Liebe? Wenn dieser Angriff fehlschlägt, könnte das das Ende der Ritter bedeuten. Darf ich eine solche Entscheidung treffen? Ah, es geht doch nichts über die Gefühle, die einen kurz vor einer Schlacht überkommen. Furcht. Beklommenheit, Nervosität. Ich wünschte, es wäre nicht so weit gekommen. Aber welche andere Wahl haben wir? Markiere einige Orte auf unserer Karte. Menschen sind vergesslich. Dauert ja ewig. Wie soll... Sei gegrüßt. Ich bin auf der Suche nach etwas Essbarem. Aha. Ich muss das Wenige rationieren, das wir haben. Wenn du willst, dass ich etwas zubereite, dann bring mir die Zutaten. Hast du nicht genug Zutaten zur Verfügung? Nein. Sprich mit den Verkäufern. Vielleicht haben sie etwas. Ich werde mich auf die Suche nach etwas machen. Warum dauert es so lange? Sei gegrüßt. Was kann ich heute für dich tun? Zeig mir deine Waren.
Flüchtlinge halten die Schlange auf. Beruhige dich. Wir haben eine Menge durchgemacht. Hast du etwas gefunden, das ich kochen kann? Gibt es eine bestimmte Zutat, die du gerne hättest? Eine Frucht oder ein Gemüse. Vielleicht. Sowas wächst nicht gerade. Wo kann ich... Ich habe gehört, dass... Er sollte in dem... Ich werde mich auf die... Ich wünschte, wir hätten Ihnen ein ordentliches Danke, dass du mir hier geholfen hast. Habe ich. Ich danke dir. Wird dieser Schmerz jemals aufhören? Ich verkaufe sogar Dinge, die ich... So treffen wir uns wieder. Keine Zeit zu reden. Ich will handeln. Wusstest du, dass man in Truhen auch richtig merkwürdige Gegenstände finden kann? Alten Schnickschnack aus längst vergangenen Zeiten könnte ich gerade gut gebrauchen. Das würde ich selbst kaufen. Dies ist von bester Qualität. Du gehst schon? Dieser Schmerz hier. Pass auf, wo du hintrittst. Eines Tages wird der Sand auf uns holen. So Müll. Hast du etwas gefunden, das ich kochen kann? Ich habe es geschafft, etwas Fleisch zu besorgen. Damit kann ich arbeiten. Lass mich das mal kurz auf den Grill werfen. Das Essen ist da vorne. Tut mir leid, aber ich muss jetzt andere Mäuler stopfen. Bitte lenke den Schmied nicht ab. Wir brauchen neue Ausrüstung. Ich gucke nur. Was Neues? Ich habe etwas zu essen für dich. Ich nehme alles. Das ist unglaublich. So etwas Leckeres habe ich nicht mehr gegessen, seit Valerie und ich es geschafft haben, ein Wildschwein zu erlegen. Das waren noch Zeiten. Als wir beide allein durch die letzten Wälder streiften und wild jagten. Ich danke dir. Hey, so ein Ding kommt? Ich glaube nicht, dass es darauf ankommt, ehrlich gesagt. Richtig. Wenn etwas auch nur versucht, durchzukommen, renne ich los, um die anderen zu warnen.
alles in der Welt ist hier passiert? Das muss die versunkene Stadt sein, von der uns Kendra erzählt hat. Warum sollte jemand hierher kommen? Ich spüre eine schlafende Macht, tief an diesem Ort. Ist es Valerie? Nein, da sind keine Anzeichen von Leben. Es muss ein Amboss in der Nähe sein. Der Gauntlet fühlt ihn. Sieh dir all diese Zerstörung an. Als ob die Erde selbst auseinandergebrochen wäre. Ich will gar nicht daran denken, wie viele Menschen ihr Leben verloren haben. Ordentliche Herausforderung. Zerschmettere die Gegner in Stücke. Wir sind noch nicht stark genug, um das zu zerstören. Thank you.
Wunden müssen behandelt werden. Markiere einige Orte auf unserer Karte. Menschen sind vergesslich. Endlich haben wir alles, was wir für diese Formel brauchen. Das scheint unser einziger Weg in den... Das scheint unser einziger Weg in den Palast zu sein. Aber wenn wir hier springen, gibt es kein Zurück mehr.
scheint unser einziger Weg in den Palast zu sein. Aber wenn wir hier springen, gibt es kein Zurück mehr. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei diesem Ort. Geht mir auch so. Ich spüre hier etwas. Es beobachtet uns. Der Amboss. Irgendetwas zerrt ihn in den Sand hinunter.